So, herzlich willkommen hier in Köln. Ist ja eigentlich vorm Spiel dieses Jahr die letzte Pressekonferenz. Also große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Passend dazu natürlich auch die Besetzung hier auf dem Podium. Toni Groß, Toni, herzlich willkommen auch in Köln. Hast ja auch wahrscheinlich ein paar Heimatgefühle jetzt hier. Lebst ja fast hier, Zweitwohnsitz, ne? Kann man schon so sagen. Aber unabhängig davon wirst du ja wahrscheinlich morgen auch hier auf dem Rasen zu sehen sein, wobei wir den Bundestrainer natürlich nicht vorweggreifen wollen. Aber erste Frage an dich, wie geht's dir eigentlich? Du warst ja jetzt ein paar Tage auch ein bisschen geschwächt. Und wie war es für dich jetzt auch das Spiel von der Bank auszusehen? Das ist ja eine für dich nicht ganz so gewohnte Perspektive in Wembley. Ja, also erstmal, Zweitwohnsitz stimmt. Ich denke, das ist zumindest, was den sportlichen Bereich betrifft, nicht mehr der Erstwohnsitz wird, irgendwann dann mal nach der Karriere. Aber nein, mir geht's gut. Hatte ja vor dem letzten Spiel in England ein bisschen Magen-Darm, aber alles gut. Aber es war auch mal ganz interessant, ich saß auf der Tribüne oben, aus der Perspektive mal so ein Spiel zu sehen. Das habe ich tatsächlich wirklich, glaube ich, noch nie. Also entweder siehst du es mal von der Bank oder zu Hause vom Fernseher oder immer auf dem Platz, aber das ist mal ganz interessant, das zu sehen. Ansonsten, ja, habe ich, glaube ich, alles beantwortet, was du mich gefragt hast. Wie gehst du morgen ins Spiel? Frankreich, super Gegner natürlich, super Test, wird wahrscheinlich jetzt nicht an eine Revanche heranreichen aus einem EM-Halbfinale, aber was hast du dir persönlich vorgenommen und was bedeutet das auch für die Mannschaft morgen? Also was denkst du, wird man morgen ein anderes Spiel sehen als in Wembley? Wie geht ihr rein morgen in das Spiel? Ja, wir wollen es gewinnen natürlich. Also der DFB sucht ja auch mit Absicht dann solch hochkarätige Gegner aus, um eben gut zu testen, qualitativ hochwertig zu testen, und das bringt eben dann auch nur was, wenn wir das auch so angehen und nicht sagen, das ist ein Testspiel, ist wurscht. Nur dann bringt uns der Vergleich auf dem Niveau eben auch was und uns auch weiter. Von daher gehen wir schon natürlich so rein, als wenn es ein Pflichtspiel ist, was wir gewinnen wollen. So, Ihre Fragen. In der letzten Reihe hatten wir die erste. Ich kann es nicht genau erkennen. Genau, nochmal Handzeichen bitte. Mikro. Ja, danke. Ja, Martin Pfannenfeld, Sport 1. Hallo Toni. Toni, Sie sind jetzt schon ein bisschen länger mit dabei und können also auch ein bisschen was über die Mannschaftshierarchie sagen. Jetzt hat der Leroy Sané in den letzten Monaten in England sehr auf sich aufmerksam gemacht. Inwiefern hat sich das mannschaftshierarchisch ausgewirkt? Beim Leroy? Ja. Ja, natürlich. Also in erster Linie setzt sich eine Hierarchie ja immer durch Leistung durch, natürlich ein Stück weit auch, wie lange man dabei ist, aber durch Leistung, und jeder kann sich durch Leistung A in die Mannschaft spielen und natürlich auch von der Wertigkeit immer höher kommen. Und ich denke, also das, ich muss zugeben, ich sehe nicht so viele Spieler, aber das, was man hört und vor allem auch an Statistiken sieht, ist, dass er auf jeden Fall absolut angekommen ist dort und eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Und das wirkt sich natürlich auch hier aus, und automatisch kriegt er hier mehr Minuten, ist konstant dabei und wird dann immer wichtiger, klar. Arne Richter? Hier hinten bin ich, hallo. Herr Groß, Sie spielen bei Real Madrid normalerweise kaum, haben Sie kaum eine Winterpause. In diesem Jahr ist es so, dass die Bundesliga nur eine Woche länger pausiert als die Primera Division. Inwiefern ist diese Zeit um Weihnachten herum wichtig für den Prozess Richtung WM, für Sie auch, um zu regenerieren? Und was bedeutet diese Zeit jetzt, dass die Bundesliga-Profis, die Konkurrenz, auch weniger Zeit hat, sich auszuruhen? Ja, das werden wir dann sehen, die Auswirkungen. Also grundsätzlich bin ich es jetzt seit ein paar Jahren gewohnt, eigentlich wirklich wenig Winterpause zu haben. Wahrscheinlich noch 3 Tage mehr als jetzt die Spieler in England, die, glaube ich, gar keine Pause haben. Dafür, in meinen Augen zumindest, wurde dafür England auch häufig genug dann im Sommer bestraft bei den Turnieren, eben dass das komplett durchgespielt wird, und dementsprechend war ihr Abschneiden dann oft. Dieses Jahr ist es so, dass, glaube ich, die Bundesliga immer noch am meisten hat. Wir haben, weiß nicht, was ich gehört habe, so 5-6 Tage
zwischendurch und die Engländer gar nicht. Da ist jetzt der Unterschied nicht mehr ganz so riesig, aber ich glaube schon, dass das ist ja auch nicht anders geht von den Terminen her, weil dann eben die WM ist und ja, die Auswirkungen wird man am Ende dann beim Turnier sehen, beziehungsweise bei den Vereinsmannschaften April, Mai, wenn es um die Titel geht. Ich kann nur von uns sprechen und finde, dass wir das in den letzten Jahren gut hinbekommen haben, trotz kurzer Pause. Burkhard Hube hier in der zweiten Reihe, ja. Toni, es kann ja sein, dass heute Abend mit Italien schon ein großer Konkurrent die Segel streichen muss bei der WM, ohne dass die WM schon angefangen hat. Wo wird die Mannschaft das Spiel verfolgen? Wo werden Sie das Spiel verfolgen und drücken Sie Schweden die Daumen? Nein, ich drücke Schweden nicht die Daumen. Mir ist es eigentlich wirklich egal, wer da weiterkommt in dem Vergleich. Ja, wirklich, weil jetzt eine starke Nation noch mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an. Es wird schon extrem hochkarätig besetzte WM. Ich glaube, alle Favoriten haben sich in ihren Gruppen, egal ob es in Europa, Südamerika oder was weiß ich wo, ist durchgesetzt. Klar ist Italien auch eine von den großen Nationen und sicher auch eine, wenn sie da sind, die eine gute Rolle spielen werden. Aber was wir dann im Laufe des Turniers mit Italien zu tun haben, das wissen wir ja nicht. Von daher, da kann man so viele Nationen aufzählen mit morgen Frankreich, im März spielen wir Spanien, Brasilien, Argentinien kommt dazu, England ist gut. Da kommt es jetzt auf Italien, da oder nicht da, nicht an. Bitte? Ich habe nicht gehört, dass das geplant ist. Also ich ich finde das auch nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Hartmut Schätze. Erste Reihe, ganz vorne, ja. Herr Groß, heute vor 2 Jahren war sozusagen das Hinspiel zu dem morgigen Spiel. Das war dieses Horrorspiel, dieser Terroranschlag. Ist das irgendwie noch im Gedächtnis oder ist das völlig ausgeblendet, gerade wenn man also morgen gegen Frankreich spielt? Also von meiner Seite ist es ausgeblendet. Für mich war es allerdings auch ein Tick einfacher, weil ich nicht dabei war bei dieser Maßnahme. Da müsste man jetzt jemanden fragen, der dabei war, aber ich glaube, dass jetzt die letzten Spiele immer auch gezeigt haben, dass das, glaube ich, für die Sicherheit gut gesorgt ist und dass immer seitdem auch alles reibungslos abgelaufen ist. Und wie gesagt, emotional ist das, glaube ich, eher eine Frage für jemanden, der dabei war. Natürlich, ich mache mir da grundsätzlich keine Sorgen. Frank Hellmann. Großen würde ich gerne auf ein anderes Spiel eingehen, und zwar 7. Juli 2016 in Frankreich. Der Jens Grittner hat zwar gesagt, es ist keine Revanche, aber es war ja ein Spiel, was die letzte Niederlage für diese Mannschaft darstellte. Man hatte als Außenstehender ein bisschen den Eindruck, dass dieses ganze Land Frankreich, auch die Mannschaft, vielleicht mehr Wille bis Leidenschaft, natürlich auch mehr Spielglück damals in die Waagschale geworfen hat. Wie sehen Sie das im Nachhinein und hat sich Ihre Mannschaft in welcher Hinsicht weiterentwickelt? Also das mit dem Spielglück bestätige ich. Jetzt nicht Glück, aber eben gewisse Sachen, der Elfmeter damals und so weiter. Das mit dem mehr in die Waagschale absolut nicht, weil ich glaube, dass wir in dem EM-Halbfinale schon alles in die Waagschale werfen. Also das brauchen wir uns nicht vorwerfen lassen. Aber was ich noch Erinnerung habe an das Spiel, ist, dass wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, keine Tore gemacht haben, um das direkt zu beantworten, was gefehlt hat. Dann kommt kurz vor der Halbzeit, glaube ich, der Elfmeter, den wir verschulden. Und zweite Halbzeit war dann, glaube ich, nicht mal ganz so zwingend. Aber es ist im Laufe des Turniers so, gerade in den K.O.-Spielen gegen gute Gegner, dass Kleinigkeiten entschieden und die entscheiden. Das war damals im Viertelfinale, es ist für uns ausgeschlagen gegen Italien. Im Halbfinale dann gegen uns, aber ich denke, dass beide Nationen sich seitdem auch nochmal weiterentwickelt haben. Wir haben schon unser Manko in dem Spiel oder so ein bisschen auch in dem Turnier, dass wir zu viele Chancen gebraucht haben, zu wenig Tore gemacht haben. Versucht, glaube ich, aufzubessern. Wir haben eine Vielzahl an Spielern jetzt mittlerweile dabei, die
die Abschlüsse suchen, die tief gehen. Beispielsweise ein Timo Werner ist dazugekommen vorne, der uns in meinen Augen wirklich gut tut, unserem Spiel, uns neue Varianten gibt oder neue Möglichkeiten und es dementsprechend dem Gegner schwerer macht. Ich kann allerdings trotzdem nicht versprechen, dass wir es nächstes Jahr besser machen. Wir tun alles dafür, wie wir es auch damals gemacht haben. Wir haben vielleicht ein, zwei mehr Möglichkeiten als damals. Aber was am Ende passiert, gerade in diesen K.O.-Spielen gegen diese Gegner, das ist schwer zu planen, einfach. Uli Köhler. Toni, der Bundestrainer hat ja den Konkurrenzkampf ausgerufen. Bist du jetzt mal außen vor, weil du ja zum Gerüst der Mannschaft zählst, hat er auch schon mal gesagt, wie beobachtet man das? Hat man ja einen klareren Blick. Ist das schwierig für manche, das zu trennen, alles für die Mannschaft zu geben und auf der anderen Seite aber auch, ja, die Eigeninteressen müssen ja auch berücksichtigt werden, will ja jeder selber fahren. Ich glaube, das ist aber ganz gut zusammenpassen kann, ja, also eigene Interesse kann ja nur sein, gut zu spielen, und das ist ja dann auch nicht so schlecht für die Mannschaft. Ich hab jetzt nicht gesehen oder ich sehe nicht von irgendjemandem, der sich jetzt versucht, nur selbst in Szene zu setzen und irgendwie egoistisch spielt. Das sehe ich absolut nicht. Das ist schon ein gutes Miteinander und jedem steht es natürlich frei, sich zu zeigen und gut zu spielen. Also da ist jeder froh drüber, und der Idealfall ist es ja nun mal, wenn der Bundestrainer im nächsten Jahr ein großes Problem hat, indem er Kader oder dann am Ende eine Mannschaft aufstellen muss. Besser geht's nicht. Es gab, glaube ich, in Deutschland auch Jahre, da hat man irgendwo noch drei dazugeholt, um einen Kader zu haben, die man gar nicht brauchte eigentlich. Und heute ist es andersrum, und da können wir, glaube ich, sehr froh drum sein. Wir hatten immer zu den Turnieren auch oft so, dass sich nochmal irgendwie jemand schwer verletzt hat, dann wegfällt oder was auch immer. Und da können wir wirklich froh sein, dass wir da definitiv gute Alternativen haben und wirklich ein Gerüst von 30, 40 Spielern, die glaube ich, problemlos zur WM fahren können. Gregor Deris. Also, um nochmal zum Beginn zurückzukommen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Köln als Zweitwohnsitz zu nehmen? Hätte doch Rostock sein können, München. Oder haben Sie die Region so schätzen gelernt während der Leverkusener Zeit? Was war das? Ja, genau. Also, das ist eigentlich die Antwort. Also bei mir war es so, dass ich ja mit Unterbrechung von eben dieser Leverkusener Zeit, wo ich in Köln gewohnt habe, knapp 7 Jahre in München war, 1,5 Jahre in Köln, aber irgendwie vom Gefühl, vom Anschluss, mich einen Tick wohler gefühlt habe hier. Und da ist es eben dann dazu gekommen, dass ich irgendwie so Köln als Station in Deutschland habe, wo ich gerne hinkomme, zu der Hauptzeit in Madrid selbstverständlich. Fahre ich einfach lieber nach Köln als woanders in Deutschland. Toni, wie wichtig ist es Ihnen jetzt schon in den kommenden Spielen auch vielleicht schon mit Ihrem kongenialen Partner auf der Doppel-6 zu spielen? Ist Ihnen das sehr wichtig, dass Sie jetzt da schon ein gewisses Gefühl oder ihr Föhl, wie man ja in Köln sagt, bekommt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, jetzt gab es vorgestern eine Teambuilding-Maßnahme in London. Hat sich der Toni Kroos, der ja sehr auf Köln steht, vielleicht auch da in der Mannschaft dafür stark gemacht, dass man den 11.11. als Teambuilding vielleicht in Köln verbringt? Also zur ersten Frage, kongenialer Partner. Hast du da irgendjemanden im Kopf oder jetzt ist das einfach nur, weil du jetzt keinen Namen genannt hast? Achso, wer das ist, soll ich jetzt... Alles klar. die Liste ist lang, das stimmt. Also wir sind, glaube ich, gerade auf der Position ganz, ganz gut besetzt. Gibt unterschiedliche Spielertypen, ganz klar. Es gibt einen Sami, mit dem es wirklich schon oft super geklappt hat, der aber wieder ein anderer Spielertyp ist als Ilkay Gündogan oder Sebastian Rudi, die noch mehr über Spielerische kommen. Was am Ende die beste Zusammensetzung ist, dass der Bundestrainer kommt gleich, das fragst du gleich am besten nochmal. Und die zweite Frage war, also es war
was heißt Teambuilding, es ging darum, dass alle nochmal irgendwie so ein bisschen was zusammen machen. Alle, die da waren von euch, haben aber auch gesehen, dass es nicht alle waren, weil es dann so ein bisschen freiwillig, dieses Speedboat, da muss man auch dann entscheiden, ob man sich eben jetzt im November bei dem Wetter aufs Boot setzt in London. Also da haben dann auch ein paar Abstand genommen davon, eben nicht, vielleicht nicht krank zu werden oder was auch immer. Aber ich glaube, dass es, da wir aus fußballischen Gründen uns ja treffen hier, ganz gut war, dass wir am 11.11. dann nicht hier waren. So, jetzt darf ich nochmal die französischen Kollegen um ein, zwei Fragen bitten an den Toni. Ja, die sind relativ uninteressiert, habe ich das Gefühl. Ja, denkst du, das denkst du. Ne? Ja, die gucken mir nicht mal an. Also in der Vergangenheit war... Das ist die Dramatur. In der Vergangenheit war es ja so, dass die französische Liga eigentlich immer sehr beliebt war bei den Spielern. Zwischenzeitlich kann man beobachten, dass mehr und mehr französische Spieler in der Bundesliga spielen. Welche Gründe sehen Sie dafür? Das fragen Sie jemanden, der die Bundesliga auch verlassen hat. Das ist ein bisschen blöd. Also grundsätzlich, klar, Paris, die Liga, ist bestimmt nicht schlecht, aber... es ist ja relativ klar, wer da Meister wird, von daher entweder gehst du da am besten dahin oder lässt es. Warum in die Bundesliga? Die Bundesliga ist eine Top-Liga, ist ohne Frage. Ist, glaube ich, eine von den 3-4 Top-Ligen qualitativ, die es gibt. Und da ist die Bundesliga eben wie Primäre Division oder Premier League mit Sicherheit für die Top-Spieler auch eine gute Anlaufstelle, gerade die Top-Clubs. Und deswegen die Bundesliga kann man nur empfehlen. Okay, ja, für die Kollegen aus Frankreich. Dann, glaube ich, sind wir am Ende mit Toni Groß. Toni, vielen Dank. Danke. Und wir begrüßen den Bundestrainer, Jogi Löw. Ja, Jogi, England, der erste von jetzt geplant zumindest 4 großen Testspielgegnern, ist gespielt. Jetzt stehen wir vor dem letzten Spiel des Jahres, Frankreich. Was ist so die Marschroute jetzt für morgen? Was erwartet der Bundestrainer? Was hast du der Mannschaft oder was wirst du der Mannschaft mit auf den Weg geben? Gerade auch, weil es um einen der großen Gegner Frankreich geht. Und das hat ja auch eine gewisse Geschichte, beispielsweise aus der Europameisterschaft im letzten Jahr. Ja, mit dem morgigen Spiel geht es irgendwie auch ein langes Jahr zu Ende. Wir hatten dieses Jahr auch im Sommer ja auch den Confed Cup gespielt mit insgesamt, glaube ich, jetzt 7 Spielen in dieser Zeit und dann die Qualifikation. Ich glaube, dass dieses Jahr bislang wirklich auch so verlief, wie es wir uns gewünscht und vorgestellt haben. Wir haben kein Spiel verloren, die Qualifikation gut beendet. Also von daher war es sehr zufriedenstellend bislang, die beiden Spiele jetzt im November. Haben wir uns im Trainerstab natürlich auch so ein bisschen als Testspiele ausgerufen, dass wir dieses Jahr noch die Möglichkeit haben, in diesen beiden Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe uns einfach auch mal zu messen mit Mannschaften wie England und wie Frankreich. Und natürlich auch einige Dinge testen wollen, für das sind diese Spiele eben auch da. Die Marschroute gegen Frankreich wird sicherlich ein bisschen insgesamt eine andere sein als gegen England. Ich glaube, dass Frankreich gerade in der Offensive wirklich auch in der Breite eine unglaubliche Qualität besitzen, dass sie ihre Spieler vielleicht sogar wirklich auch austauschen können und man findet immer noch Weltklasse in den vordersten Reihen. Das Interessante an Frankreich aber auch, dass sie natürlich aus dem Mittelfeld oder aus der Abwehr Spieler haben, die auch in die Spitze stoßen und ständig irgendwie im Vorwärtsgang sind. Also ich glaube, dass diese Mannschaft nach vorne hin schon auch nochmals viel gefährlicher sein wird, als es England an diesem letzten Freitag war. Darauf müssen wir uns natürlich ein bisschen einstellen und
Wir wollen natürlich auch selber, weil gegen England habe ich das ja auch so ein bisschen bemängelt, was die zweite Halbzeit betraf. Wir wollen uns natürlich auch in der Offensive übers Spiel natürlich auch ein bisschen besser in Szene setzen. So, Ihre Fragen, eure Fragen. Die erste stellt das Geburtstagskind, Jens Mende. Alles Gute auf dem Wege. Herr Löw, Sie haben ja schon angekündigt, dass es personell ein paar Veränderungen gibt. Was können Sie uns schon verraten und wird auf der Torwartposition auch gewechselt? Bitte? Wird auf der Torwartposition auch gewechselt? Kevin Trapp spielt morgen im Tor. Darüber hinaus kann ich sicherlich verraten und bestätigen, dass Sami Khedira natürlich von Anfang an spielt und Toni Kroos. Die beiden werden auf jeden Fall von Beginn weg spielen. Und bei der einen oder anderen Position lasse ich jetzt einfach auch nochmal das Abschlusstraining irgendwie vorbeigehen und dann werden wir heute Abend nochmal entscheiden. Ich denke, dass wir während dem Spiel auch dann vielleicht oder in der Halbzeit den einen oder anderen Wechsel vornehmen, plane, hängt immer ein bisschen vom Spielverlauf ab. Aber diese drei Positionen werden auf jeden Fall neu besetzt. Arne Richter. Haben Sie sich entschieden, ob Sie wieder mit Dreier- bzw. Fünferkette oder Viererkette in der Abwehr spielen wollen? Und ein bisschen vorausschauend schon, es gibt dieses Jahr eine sehr kurze Winterpause, nur 3 Wochen für die Bundesliga-Clubs. Inwiefern beeinflusst das Ihre Planung für die WM? Ist das ein Nachteil, dass sie so kurz ist? Beeinflusst jetzt meine Vorbereitungen Richtung WM jetzt erstmal nicht. Ich meine, die Pause bei einem großen Turnier ist ja meistens ein bisschen kürzer. Es war ja schon auch manchmal auch unser Vorteil, dass wir überhaupt eine Winterpause hatten, dass die Spieler so, ich sage jetzt mal 10 Tage nach dem letzten Spiel im Dezember Urlaub hatten, dass sie auch vielleicht 14 Tage im Januar wieder so ein bisschen eine Grundvorbereitung hatten und an einigen Dingen arbeiten konnte. War ja manchmal so ein bisschen hinten raus unser Vorteil, jetzt ist aber auch wieder ein bisschen verkürzt. Dafür ist die Liga, glaube ich, auch in Deutschland irgendwie spätestens Mitte Mai vorbei. Also wir haben da ein bisschen Luft dann auch zum Turnier. Grundsätzlich glaube ich, das ist ja schon auch einige Male thematisiert worden, in diesem Jahr ist die Belastung der Spieler, die viele Spiele im internationalen Bereich haben, die Nationalspieler sind schon auch hoch, wenn sie immer im 3-4-Tages-Rhythmus spielen, über einige Jahre hinweg, und da muss man schon ein bisschen, glaube ich, auch Rücksicht darauf nehmen. Mir kommt es eigentlich ganz gelegen, weil einige Spieler manchmal zu schonen in diesen Spielen ist für mich gut, kann andere Dinge testen, ja. Und diese Testspiele möchte ich ja auch immer dazu nutzen, dass ich anderen Spielern, die weniger Erfahrung haben, ihnen einfach auch die Möglichkeit gebe. Und mir ist eigentlich jetzt nicht immer unbedingt das Allerwichtigste, immer ein Ergebnis zu erzielen, sondern möchte auch mal ein bisschen die Fehlerkultur zulassen, dass manche Fehler auch mal passieren, damit man wieder irgendwie korrigieren kann, damit man daraus lernen kann. Deswegen gibt es da auch manchmal in den Testspielen Veränderungen, die ja dem Spielfluss der Mannschaft nicht immer dann auch so gut zu Gesicht stehen, weil wenn es 3, 4, 5 Veränderungen gibt, fehlen natürlich auch manchmal mehrere Trainingseinheiten, um manche Automatismen einzuschleifen. Aber es kommt mir eigentlich auch recht, ich kann einige Spieler manchmal schonen, ihnen eine Pause geben, wenn ich es für notwendig erachte, und auf der anderen Seite anderen Spielern eine Chance geben, Fehler auch mal erkennen, Fehler zulassen, aus Fehlern lernen. Ich glaube, da haben wir mit dem Confed Cup ja die super Erfahrung gemacht und das hätte uns auch immer geholfen. Thomas Nowak. Herr Löw, hinten rechts. Hallo. Herr Löw, Sie als Weltmeister spielen gegen eine Weltklasse-Mannschaft, trotzdem wird das Stadion wohl nicht annähernd voll. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ich glaube, ich finde halt einfach auch so viele Spiele statt. Köln spielt jetzt zum Beispiel auch im internationalen Wettbewerb. Die Zuschauer sind ja auch da irgendwie in Köln total euphorisiert gewesen. Testspiele an sich haben nicht mehr ganz, auch bei den Zuschauern, diesen ganz hohen Stellenwert. Ich weiß nicht, wie viele Tickets verkauft sind, vielleicht 30 oder 35.000, vielleicht gibt es noch ein paar. Vielleicht wird das Stadion auch nicht ganz voll. Man muss die Zuschauer auch manchmal verstehen, es ist unter der Woche, Anstoßzeit 20.45 Uhr.
ist auch nicht immer völlig perfekt für Leute eben auch, die Familien haben, Kinder haben, die wieder in die Schule müssen und so weiter. Also man muss die Zuschauer auch irgendwo verstehen. Und ja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das Stadion nicht völlig ausverkauft ist. Heiko Ostendorp. Herr Löw, Toni Kroos hat gerade gesagt, dass das Spiel heute Abend Italien gegen Schweden nicht so spannend findet. Wie sieht das der Bundestrainer und wären Sie froh, wenn mit Italien ja doch eine große Nation dann am Ende nicht dabei wäre? Es wäre natürlich, glaube ich, vor allen Dingen für die Italiener irgendwie ein Desaster, wenn sie jetzt nicht bei einem großen Turnier dabei wären, weil das sind sie natürlich auch gewohnt, viermalige Weltmeister. Also auf der anderen Seite muss man ja auch anerkennen, wenn Schweden heute Abend dort vielleicht dieses Spiel gewinnt oder unentschieden gestaltet, dass die Schweden es auch verdient haben, weil Schweden hat mittlerweile auch eine Mannschaft, die sehr gut ist, die sehr gut spielt, die auch gut in ihrer Entwicklung war die letzten zwei, drei Jahre, auch gute Individualisten, also den Schweden kann man es auch absolut zutrauen, da muss man natürlich auch gratulieren. Auf der anderen Seite, klar, Italien, das ist schon auch ein großer Name und die stehen ja auch beim Turnier immer für eine gewisse Qualität und die Italiener sind immer schwer zu schlagen. Nachdem wir sie jetzt letztes Jahr geschlagen haben, haben wir ja, sagen wir mal, diese Sache überwunden, nie gegen Italien zu gewinnen, also von daher spielt es für mich jetzt nicht die ganz große Rolle. Ich warte mal ab, bin auch gespannt, weil die Konstellation ist natürlich sehr, sehr spannend. 1-0 für Schweden, muss man gucken, wie die Italiener reagieren, aber für beide Mannschaften wäre es sicherlich eine große Enttäuschung, auch für Schweden, wenn sie nicht dabei wären. Frank Helmer. Herr Löw, Ihre Mannschaft hat das letzte Pflichtspiel verloren am 7. Juli 2016 gegen Frankreich. Die Franzosen haben damals in dem Halbfinale aus wenig sehr viel gemacht. Ihre Mannschaft aus vielen Chancen relativ wenig. Fordern Sie das jetzt für dieses Testspiel auch eine höhere Effizienz oder reicht Ihnen das, wenn das Ihre Mannschaft erst bei der WM demonstriert? Wiederholen Sie nochmal den letzten Teil. Weil ob Sie diese Effizienz in der Chancenverwertung, also die, ne, aus den Chancen etwas zu machen, jetzt schon einfordern oder ob Ihnen das ausreicht für die Weltmeisterschaft? Ja, das fordert man ja auch immer ein, wenn man natürlich auch Möglichkeiten hat. Das natürlich ein riesiger Vorteil ist gegen solche Mannschaften, wenn man mit einem Tor in Führung geht, wäre ja auch in England so gewesen, wenn wir aus diesen zwei, drei sehr, sehr guten Möglichkeiten in Führung gehen, dann hat man natürlich viel bessere Karten. Da gibt es ja auch Statistiken, wie häufig man dann ein Spiel gewinnt oder zumindest nicht verliert. Das ist, wird ja auch unglaublich erhöht. Das fordert man ja auch immer ein. Für mich ist es aber jetzt gegen Frankreich nicht unbedingt eine Revanche, weil Revanche gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil wir haben das Spiel ja irgendwie damals verloren, kann man auch nicht mehr zurückholen. Das ist, glaube ich, für beide Mannschaften werden sicherlich ihre Möglichkeiten so ein bisschen auch ausschöpfen, werden testen. Frankreich wird jetzt möglicherweise auch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Ja. Also sie werden wahrscheinlich auch einige Wechsel, glaube ich, vornehmen. Da muss man morgen mal sehen, wie die Aufstellung aussieht. Aber ich glaube schon, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, es wird ein interessantes Spiel, wo beide Mannschaften natürlich auch in der Lage sind, offensiv wirklich auch Akzente zu setzen, nach vorne spielen wollen, wo beide Mannschaften viel daran arbeiten müssen, die Gegneroffensive irgendwie auch unter Kontrolle zu bringen. Also da braucht man morgen schon auch Spieler, die in der Lage sind, aufmerksam zu sein, konzentriert in der Aktion zu sein und ein hohes Tempo, eine hohe Emotionalität ins Spiel zu bringen. Das wird schon auch morgen wichtig sein. Guido Wüstemann, RTL und NTV, Herr Löw, hier bin ich. Heute auf den Tag vor zwei Jahren gab es die schlimmen Terroranschläge in Paris. Sie waren mittendrin mit der Mannschaft. Wie sind Ihre Erinnerungen daran und fühlen Sie sich heute, auch gerade bei Länderspielen, auch zu Hause sicher? Immer wieder mal kehrt diese Erinnerung zurück. Ich meine, wir waren ja auch schon im letzten Jahr dann das eine oder andere Mal in Paris und dann wird schon auch darüber wieder mal gesprochen und es war schon auch ein einschneidendes Erlebnis. Diesen Zustand, den möchte man natürlich auch nicht wieder
irgendwie erleben. Das war schon auch geprägt von Angst, in diesem Stadion drin zu sein. Aber mit der Zeit, klar, verdrängt man ja auch die Dinge so ein bisschen. Grundsätzlich hat sich das ja auch, die ganze Situation so ein bisschen stabilisiert. Ich fühle mich jetzt nicht unsicher oder unwohl. Ich habe schon auch Vertrauen in die Security. Es wird ja mittlerweile auch ein bisschen verstärkt kontrolliert, gerade bei solchen großen Spielen. Die Sicherheitsstufe, die ist ganz, ganz oben angesiedelt. Also von daher, ich fühle mich sicher und die Erlebnisse sind schon auch verarbeitet. Martin van der Vleden, in der letzten Reihe, das Mikro bitte. Ja, Herr Löw, der Leroy Sané hat in den letzten Monaten in England eine enorme Entwicklung genommen. Wie haben Sie persönlich die Entwicklung wahrgenommen und inwiefern verbessert diese Entwicklung die Chancen von Sané, nächstes Jahr dabei zu sein? Ja, ich hatte ihn ja auch mal vor einigen Wochen mal besucht. In England hat man ein Spiel angeguckt und schaut man natürlich auch die Spiele immer wieder dann auch von England oder auch mal Spanien dann auch zu Hause im Fernsehen an, vielleicht mal einen Tag oder zwei später, wenn ich es nicht live sehen kann, um einfach auch so einen Gesamteindruck immer zu haben. De Leroy, ja, dass so ein Spieler wie De Leroy, sagen wir mal, auch den Unterschied ausmachen kann, aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Torgefährlichkeit, ist klar. Ich glaube, dass er ein bisschen stabiler geworden ist, robuster geworden ist jetzt in der Premier League. Er hat ja am Anfang auch ein bisschen gebraucht, aber nach und nach hat er sich so stabilisiert, immer besser reingekommen. Jetzt im Moment spielt er fast regelmäßig, hat Erfolgserlebnisse, zum wichtigen Spieler von Man City geworden. Und das war er vielleicht im letzten Jahr auch bei uns noch nicht so, aber er hat seine Position schon auch durch das eine oder andere Spiel verbessert. Er war leider beim Confed Cup nicht dabei, das hätte ich gerne gehabt, aber es ging nicht aus gesundheitlichen Gründen, aber jetzt hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht. Also so wie er spielt und die Art und Weise, wie er spielt, das glaube ich, dass für unsere Mannschaft auch in Zukunft sehr gut sein kann. So, jetzt bitte ich nochmal die Kollegin, zwei, drei Fragen aus Frankreich zu bündeln, bitte. Erste Frage war, wie schätzen Sie das Niveau der französischen Nationalmannschaft ein? Zweitens, was ist das Geheimnis einer so langen Trainerschaft? Didier Deschamps ist schon seit 2012 Nationaltrainer in Frankreich. Sie blicken auch schon auf einige Jahre zurück. Haben Sie ein Geheimnis? Und drittens, noch Ihre Einschätzung zu der Tatsache, dass Karim Benzema wieder nicht nominiert wurde. Die letzte Frage von diesen drei Teilen, das ist mir egal, weil das muss der Trainer entscheiden. Ich glaube, Frankreich, Benzema ist ein klasse Spieler, aber Didier Deschamps weiß, was er tut und warum er was tut. Die Offensive von Frankreich, habe ich vorher schon angesprochen, die ist schon auch immens groß, vielfältig, mit völlig unterschiedlichen Spielertypen. Manche sind ja jetzt auch nicht dabei, Dembele oder Pogba, der ein bisschen weiter hinten spielt, ist verletzt. Aber Frankreich hat genug Möglichkeiten. Das hängt dann von der Idee des Trainers ab, wie er eben auch die einzelnen Positionen besetzen möchte. Ich finde es gut, dass Didier Deschamps jetzt auch längere Zeit schon Trainer ist. Ich glaube, 2014 war die Mannschaft schon gut, 2016 war sie schon auch noch besser als 2014. Und jetzt haben sie nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht. Deschamps war Weltmeister als Spieler und ich glaube, er hat auch eine große Anerkennung innerhalb der Mannschaft und eine große Autorität. Und diese Mannschaft ist fußballerisch, spielerisch, taktisch einfach die letzten zwei, drei Jahre besser geworden. Das hängt natürlich auch in starkem Maße mit dem Trainer zusammen. Ja, Frankreich ist eine Top-Nation auch in puncto Ausbildung. Ja, gibt es von den Kollegen noch Nachfragen oder sind die Fragen damit beantwortet? Nein? Okay. So, dann haben wir hier vorne in der ersten Reihe noch eine letzte Frage. Können wir das Mikro bitte vorne nochmal bekommen? So, letzte Frage bitte.
Herr Löw, über andere Favoriten in Russland, Spanien. Wie sieht die Bundestrainer diese Generationenwechsel mit Julian Lopetegui? Sind sie stärker als letzte Europameisterschaft oder nicht? Sind wir stärker oder Spanien? Die Spanien. Die Spanien. Generation wechseln mit Julian Lopetegui. Wie sieht die Bundestrainer? Habe Ausschnitte gesehen vom letzten Spiel in der Spanier. Glaube ich, 5-0 gewonnen gegen Costa Rica. Spanien wie eh und je gewohnt, ballsicher gewohnt, kombinationsstark. Immer noch mit sehr, sehr guten Spielern. Diese Mannschaft wirkt natürlich auch sehr, sehr eingespielt, absolut. Spanien in der Liga eigentlich mit vielen Mannschaften im internationalen Wettbewerb ja auch ständig vertreten. Nicht nur Real oder Barcelona, es gibt ja auch Atletico. Dann gibt es vor allen Dingen auch in der Europa League immer starke spanische Mannschaften. Ich glaube, die letzten 17 Jahre in diesem Jahrhundert hat Spanien mit Abstand die meisten Titel gewonnen bei Vereinsmannschaft, auf Vereinsebene. Und die Nationalmannschaft zählt natürlich auch immer bei jedem Turnier zu den Favoriten, absolut, weil Spanien ist schon auch sehr, sehr ausgeglichen besetzt, erfahren und im technischen Bereich schon auch irgendwie mit den allerbesten Fähigkeiten ausgestattet, die man sich vorstellt. So, dann vielen Dank Ihnen allen. Hartmut, eine allerletzte Frage. Herr Löw, können Sie was zur Nominierung von Trapp sagen? Wir haben jetzt im letzten halben Jahr immer wieder mal auch da auf der Position mal gewechselt. Durch die Verletzungen von Manu waren diese drei Torhüter immer dabei. Der Kevin Trapp hat glaube ich, bei uns das letzte Spiel gemacht gegen Dänemark im Vorfeld des Confed Cups, hat da meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Leistung irgendwie auch gezeigt. Danach war überwiegend ja bei uns auch der Marc Ter Stegen im Tor, auch bei der Qualifikation, beim letzten Spiel Aserbaidschan in der Qualifikation hat Bernd Leno gespielt und jetzt haben wir gedacht, irgendwie vom Gefühl her wäre es wieder mal gut, den Kevin wieder mal aufzustellen. Der macht im Training einen sehr guten Eindruck, er kennt eigentlich die Franzosen auch sehr, sehr gut, einige spielen ja bei ihm in der Mannschaft, also wir haben einfach jetzt mal auch ein gutes Gefühl, obwohl er jetzt zuletzt auch wenig gespielt hat, aber diese Chance wollen wir ihm geben, weil er im Training sehr souverän wirkt und sehr stark ist und man ihm eigentlich jetzt erstmal im Training nicht anmerkt, dass er fehlende Spielpraxis hat. Wir vertrauen ihm schon, er ist ein sehr guter Torhüter, sehr gute Ausstrahlung und deswegen passt das Spiel morgen eigentlich für ihn hervorragend. So, herzlichen Dank, Ihnen auch einen schönen Tag noch in Köln und kommen Sie gut durch den Tag. 17.15 Uhr ist dann Training im Südstadion. Für 15 Minuten geöffnet für die Kollegen der Mitte. Schönen Tag, danke, ciao.